Willkommen zu meinem neuen Auspackvideo. Und zwar ist wieder eine Querbox angekommen. Vorgestern oder gestern ist sie angekommen und wir haben heute den 23.06. 10.13 Uhr. Also auch wieder sehr frisch das Video. Und ich würde sagen, wir fangen einfach direkt an. Ich habe auch schon hochprofessionell, man sieht hier, meine Adresse entfernt. Und wir öffnen das gute Paket einfach mal. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. So. Ihr seht das, glaube ich. Ja, das sieht doch sehr gut aus. Oh, was ist das? Cable Ties. Irgendwas mit Kabelbindern. Wollen wir das schon gucken, was das ist? Oder wollen wir erstmal hier dieses Papier rausnehmen? Ich glaube, wir nehmen erstmal das Papier raus. Das war eine gute Entscheidung. So, was ist das? Solar Can. Solar Graphie Camera. Oh, cool. Noch nie irgendwas davon gehört. Es ist auf jeden Fall eine Kamera. Als Dose? Install your solar can facing the sun. The longer you leave it, the more rays it will capture. Retrieve your solar can and reveal the captured image. Invert for maximum speed. Boah, ich kann überhaupt nicht reden heute. Es liegt vielleicht noch an der Uhrzeit. For maximum sweetness. Das ist auf jeden Fall geil. Also dieses untere Bild, also man kriegt auf jeden Fall negativ raus und das muss man dann noch invertieren und ich weiß nicht, ob die Kamera das, ich habe mit der Kamera nicht so viel Übung, weil ich die kaum benutze. Nee, doch, jetzt seht ihr es. Da ist, das obere Bild ist noch das negativ und unten seht ihr das positiv davon und das sieht, das ist auf jeden Fall wieder was für mich. Also das hat sich schon mal gelohnt, das ist cool. Born from the love of photography and astronomy, SolarCan is a unique camera designed to produce extreme time exposures that capture the sun path across the sky over weeks, months and years. Okay. Das ist nice. Ich stelle das mal hier hin, damit man das sieht. So, dann hätten wir hier noch ein schönes Päckchen, wo wieder Krimskrams drin ist. Dann haben wir hier das Papierchen, wo wir sehen, was drin ist. Das gucken wir uns aber noch nicht an. Und wieder eine Zeitschrift. So, die Zeitschrift ist das Fotoforum. Ich glaube, die habe ich noch nie im Laden gesehen. Kostet normalerweise 9,80 Euro. Ich finde, so Fotozeitschriften sind immer schweineteuer. Aber das ist was für mich. Hier sind sehr, sehr viele. Also hier geht es nicht so mehr, also nicht so um Kamera-Gezumpel, also Digitalkameras, sondern hier wird anscheinend eher so. Oh, geil. Ihr seht es ja. Hier wird eher so der Fokus auf die Bilder an sich irgendwie gelegt. Also weniger zu lesen, mehr zum Gucken. Das ist natürlich, also das ist eher was für mich. Hier das Bild, das sieht auch cool, also das da sieht auch ganz cool aus. Das ist schon, das ist doch mal eher was für mich. Hier ist noch mal ein bisschen Technikkram, aber ich stehe dann eher so auf Bilder angucken. Okay, das ist auch schon mal eine bessere Zeitschrift als sonst. Weil ich mag, also ich finde diese Technik-Zeitschriften für mich nicht so interessant, weil ich ja sowieso eher auf Analogkameras stehe und da meistens über Digitalkameras und so diskutiert wird oder geschrieben wird eher. Okay, dann machen wir mal hier weiter. Schneiden wir hier auf, dann geht das besser ab. Dann machen wir auch, zerknicken wir nichts. So, hier wird wahrscheinlich wieder so eine kleine Postkarte drin sein. Die machen wir zuerst auf.
Mal gucken. Wieder in einem schönen Briefumschlag. Ich habe den anderen übrigens immer noch. Und wir haben... Was ist das denn? Ach so. Laut, pochend, analog. Lomo-Herz. Okay, das ist eine Postkarte. Und das sieht sehr nach einem Strand aus. Ja, mit einer Lomo-Kamera fotografiert. Das ist auch wieder besser als in der letzten Querbox, finde ich. Weil in der letzten Querbox war ja dieses... Da ging es halt eher so um das Miniatur-Ding an sich. da kann ich gerade mal was zu erzählen, weil ich die letzte Postkarte fand ich halt nicht so geil und die habe ich in eBay Kleinanzeigen gestellt. und ich habe es halt genannt. Der Typ, der das gemacht hat, ich weiß nicht mal, wie der heißt, und dann Einzimmer-Apartment, weil das halt, dieses Projekt hieß halt einfach so. Und die ganzen anderen Sachen von mir bei Kleinanzeigen haben irgendwie so, ja, wenn eine, ich habe eine defekte Kamera, habe ich da eingestellt, die hat, glaube ich, 50 Aufrufe oder so, und der Rest so 10, 20. Und dieses Einzimmer-Apartment, weil es halt auch noch in Verschenken drin war, oder ist immer noch, hat einfach mal über 500 Aufrufe. Einfach nur, weil da ein Zimmer-Apartment steht und halt so ein Bild, ein kleines Bild dabei war. Das ist auf jeden Fall sehr lustig. So, weiter geht's. Wir haben hier noch was zum Auspacken. Oh, ganz viel Krimskrams. Eine Zeitung und ein Kalender. Oder? Ich weiß es nicht. Was ist das hier? Was ist das? Ah, das ist so ein Putztuch ist hier drin. Mit dem Querfeldein-Logo. Ja gut, das kann man sich auf jeden Fall an die... Ah, jetzt verstehe ich es auch. Man soll dann auf diesen Plastik-Außenseiten drücken, damit man das öffnen kann, so. Dann kann man das wieder da reinquetschen. Das ist natürlich... Kann man auch als Brillenputztuch benutzen. Das ist schon praktisch. Das nehme ich... Das mache ich mir, glaube ich, an meinen Schlüssel dran, weil den Schlüssel habe ich sowieso immer dabei, wenn ich mit meinen Kameras unterwegs bin. Und dann habe ich immer was, womit ich die Linse sauber machen kann. Das ist praktisch. Sehr gut. So, was haben wir hier? Kameras versenken. Achso, das ist so Schiffe versenken. So ein ganzer Block. Okay. Was ist das? Also ich liebe ja kleine Büchlein. Ich liebe sie. Ich habe mir auch letztens, ich muss mal gerade gucken, ob ich dran komme. Ich habe mir auch endlich mal wieder ein Jahreskalender gekauft, wobei mir die Außenseiten nicht so gut gefallen. Also das Äußere gefällt mir nicht so gut. Aber ich mochte halt die Einteilung innen, weil die immer so, das ist halt sehr bunt so. Und wenn ein neuer Monat kommt, dann ist halt immer so schön bunt. Ich denke mal, ich werde die Außenseite irgendwie vollkleben oder so. Aber ich stehe voll auf so Bücher. Immer wenn ich irgendwie sowas sehe, dann muss ich das immer kaufen. Das ist schlimm. So, und hier haben wir wieder irgendwie auch sowas Kleines. Treasure the Now. Vielleicht ist das auch ein kleines Fotoalbum. Es könnte ein kleines Fotoalbum sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Das sieht aus... Okay, in der Kamera kann man es sehr gut erkennen, dass das ein Gesicht ist. Ich schätze... Ist das ein kleines Fotoalbum? Weil Treasure the Now hört sich nach Fotoalbum an. Von Lomografie auf jeden Fall. Es wird höchstwahrscheinlich ein kleines Fotoalbum sein. Aber ich glaube, Polaroid-Bilder passen natürlich nicht rein. Moment. Ich habe doch eben noch eins hier liegen gehabt. Das war mein... Genau, das ist mein allererstes Polaroid-Bild, was ich gemacht habe. Es ist einfach... Oh. es ist einfach schwarz. Denn das erste Bild, was ich gemacht habe, ist irgendwie stecken geblieben in der Kamera, weil die Kamera zwei Bilder auf einmal gezogen hat. Ja. Das ist das allererste Bild, was ich gemacht habe. Aber
Polaroids passen auf jeden Fall nicht rein. Aber ich könnte da vielleicht meine Bilder rein tun, die ich mir ausdrucken lasse, wenn ich mit meiner Pocket-Kamera unterwegs bin. Weil die wollte ich sowieso nicht so groß drucken lassen. Und dann würden die eigentlich hier reinpassen ganz gut. Oder ich müsste mir noch eine Instax. Instax? Instax heißt sie, glaube ich. Bin ich eigentlich nicht so der Fan von, weil ich bin hier eigentlich so Polaroid-mäßig. Aber Instax-Bilder würden hier, glaube ich, reinpassen. Also Instax Mini. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. So, und dann hätten wir hier noch eine Zeitschrift. Joachim Michael Feigl. Achso, das sind irgendwelche Leute. Was ist da? Ich habe die, glaube ich, schon mal gesehen, diese Zeit. Das ist so eine Schwarz-Weiß-Zeitschrift. Zeitung. Da sind, glaube ich, auch nur überwiegend Bilder drin. Bunt heißt die auf jeden Fall. Ich glaube, die habe ich schon mal gesehen. Gestern für immer. Ja, sehr, sehr viele Bilder. Die werde ich mir auf jeden Fall auch noch mal reinziehen. Ich stehe ja auf Bilder gucken, ne? Habe ich ja eben schon mal gesagt. Immer ein klein bisschen Text und so. Aber ich mag diese großen Formate mag ich nicht, weil die immer so unhandlich sind. Deswegen kaufe ich mir auch lieber kleine Zeitschriften als so große. Aber diese, ich bin schon wieder 11 Minuten am Aufnehmen. Diese Querbox finde ich auf jeden Fall um einiges mehr gelungen als die letzte, muss ich sagen. Ich bin auch mal gespannt, wie die nächste wird, denn wir sollten, das ist so, macht mal. Nee, sie ist nämlich, da wurde noch eine Querbox irgendwie verlost, weil da noch welche übrig waren. Und da sollte man dann noch schreiben, was uns an den Querboxen so gefällt und was nicht, was wir anders machen würden. Und vielleicht wird sich da schon ein bisschen dran orientiert in der nächsten Querbox. Denn ich habe auch viel gelesen, dass diese Zeitschriften nicht so gerne geguckt werden. Und auch oft war, dass zum Beispiel Filme mit reingepackt werden sollen. Also so Analogfilme und so. Ja, ich bin jetzt hier mal gespannt, was das hier mit auf sich hat. Oder, nee, wir gucken erstmal hier in das Pamphlet rein. Das habe ich, glaube ich, beim letzten Mal gar nicht gemacht. Also, wir haben hier die Postkarte von Lomo Herz, genau. Dann Kameras versenken bzw. Schiffe versenken. Das Fotoforum Magazin. So, ein Lomorello-Album. Dieses Leporello-Büchlein ist ideal für die Bilder der Fujifilm Instax Mini. Hab ich gesagt. Ich habe sogar den Namen richtig hingekriegt. Aber natürlich kann man auch einfach kleine Drucke einkleben, die ganz individuell gestaltet und anschließend dekorativ aufgestellt. Ah, stimmt. Aufstellen könnte man die auch. Das wäre dann vielleicht was Neues für unser Schuhschrank-Ding, weil da stehen momentan Polaroid-Bilder drauf und ich bin hier ein bisschen am Umdekorieren. Und da könnte man das vielleicht dahinstellen. Das wäre ganz cool. Das Lomorello wurde aus recyceltem Papier hergestellt und ist in verschiedenen Farben erhältlich. In der Querbox liegt eine schwarze, graue und blaue Variante. Blau ist okay. Grau hätte ich mir gern gewünscht, wenn das so ein dunkles Anthrazit ist. Das wäre auch ganz cool gewesen. Aber es ist okay. Ist ja kostenlos in Anführungszeichen. Dann haben wir ein Künstlermagazin Bunt. Genau, das war diese Zeitung. Die kostet 15 Euro. Das ist aber ein stolzer Preis. Dann haben wir unterwegs mit, ach genau, hier Mikrofasertuch. Unterwegs mit dem Shirt, die Linse oder das Handy-Display sauber zu wischen, ist selten eine gute Idee. Deshalb haben wir euch ein praktisches Mikrofasertuch beigelegt. Es versteckt sich im Schlüsselanhänger, den ihr an eurer Kameratasche und den Kamerarucksack anhängen könnt und so immer zur Hand habt. Das ist sehr gut. Das kann ich sehr gut gebrauchen, weil irgendwie habe ich immer Fusseln und so einen Scheiß auf der Linse drauf. So, und dann haben wir noch die Solarcan.
Geboren aus der Liebe zur Fotografie, Kunst und Astronomie, ist Solarcan eine einzigartige Kamera, die extreme Langzeitbelichtung zulässt, um so den Weg der Sonne über dem Himmel einzufangen. Befestigt die Kamera mit freier Sicht auf die Sonne und lasst sie so lang wie möglich hängen. Es sind Belichtungszeiten von bis zu einem Jahr möglich. Das ist aber... Jetzt würde mich interessieren, ist das nur ein Bild? Das wäre nämlich sehr schade. Oder kann man da mehrere mitmachen? Und was kommt da für einen Film rein? Und wie kriegt man den da rein? Okay, hier sind schon mal die Kabelbinder. Damit macht man, schätze ich mal, die Dose an irgendeinem Pfosten oder so fest. Aber das wäre echt schade, wenn man damit nur ein Bild machen könnte. Aber ich mag das nicht, wie sich die an... Das ist so quietschig irgendwie. Oh Gott. Ist ja ein riesiges... Your Handy Solar Can Instruction Booklet. Okay. Das werde ich mir dann nachher mal durchlesen. Ich glaube, hier steht das auch nochmal drauf, aber ich glaube. Ich glaube, man kann die nur einmal benutzen. Das wäre echt schade. Aber ich habe schon mal gesehen, es gibt auf Instagram jemanden, die hat. Der oder die, ich weiß jetzt nicht genau, hat so eine kleine Box. Ich weiß nicht mehr genau, wie die heißt. Ich werde euch das aber unten in der Beschreibung mal verlinken. Das ist nämlich so ähnlich. Also auch Langzeitbelichtung. Nur, dass man das halt auswechseln kann. Weil das ist halt echt schade, dass man die, ich schätze mal, nur einmal benutzen kann. Na gut. Ich hoffe, euch hat diese Querbox gefallen. War auch wieder 17 Minuten lang. Das war jetzt, also, wenn diese Querbox nochmal genauso gewesen wäre wie die letzte Querbox, hätte ich gesagt, ich weiß nicht, ob ich mir die 12. holen soll. Aber das hier war jetzt nochmal sehr gut, finde ich. Und deswegen werde ich mir die nächste auf jeden Fall auch holen. Und da bin ich dann auch gespannt, ob da schon das mit eingeflossen ist. Unsere Kommentare, was verbessert werden könnte, also was gut ist, was schlecht ist und so. Ja, also ich fand sie diesmal sehr, sehr gut. Gefällt mir vor allem, ich stehe ja immer auf so einen Kram. Da freue ich mich schon sehr drauf, die zu benutzen. Ja. Ich muss mir das auf jeden Fall durchlesen, wie das funktioniert. Gut, dann nochmal, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat und dass wir uns bei meinem nächsten Auspackvideo oder anderem Video oder Let's Play oder Livestream dann wiedersehen. Genau. Bis denne. Jetzt muss ich erstmal hier Knöpfchen suchen. So, tschüss.